Und ich freue mich jetzt, als Wirtschaftsjournalistin über das Thema Wirtschaft sprechen und diskutieren zu dürfen. Wie bekommen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs? Was könnte ein echter Konjunkturbooster sein? Und da freue ich mich jetzt auf eine spannende Diskussion mit unserem Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Eben war er auch noch da, jetzt ist er da, da ist er. Herzlich willkommen, Dr. Robert Habeck. Wo Sie wollen, ich nehme Sie überall. Herr Minister, hallo. Kommen Sie zu mir. Ja, jetzt haben wir hier die große Bühne. Fangen wir in der Mitte an, würde ich sagen. Ja, tolle Gelegenheit mit Ihnen über das Thema Wirtschaft, wo Sie wollen. Die Mitte ist da. Mitte nee, ist ich bin hier in der Mitte. Ja, hier ist Mitte, fünf, ja. So wie Sie sich wohlfühlen, soll es sein. Und ich würde sagen, bevor wir ins Reden kommen, stimmen wir uns ganz kurz ein. Wir haben einen kleinen Lagebericht, eine Stimmung zur Wirtschaft eingefangen. Und das gucken wir uns jetzt erstmal an. Film ab. Doch noch dichter zu mir kommen. Man hat uns noch mal kurz umgerutscht. So stehen wir jetzt richtig. Wunderbar. Also doch nicht die ganz freie Auswahl. Ja, wir sind immer noch, das ist die drittgrößte Wirtschaftsnation, sagen Sie, aber Wachstumsschlusslicht. Da geht es Ihnen bestimmt nicht ganz so gut als Wirtschaftsminister mit. Nein, natürlich nicht. Die Zahlen, die gegenwärtigen Zahlen und die Prognosen, vor allem auch die mittelfristigen Prognosen, also das Potenzialwachstum, das, was wir erreichen könnten, wenn alles super läuft, also schlanke Bürokratie, schnelle Verfahren, auskömmliche Finanzierung, genug Fachkräfte, selbst wenn das alles gegeben wäre, was es erkennbar nicht ist, geht zurück und ist nur noch bei 0,5%. Das heißt, unter Vollauslastung und optimalen Rahmenbedingungen würden wir nur noch 0,5% wachsen können. Das heißt, die Zahlen sind alles andere als zufriedenstellend. Viele hatten ja auf dieses neue grüne Wirtschaftswunder gehofft mit Ihrem Amtsantritt. Ja, jetzt fragt man sich so ein bisschen, braucht das jetzt einfach noch Zeit? Wir haben eben auch mit dem Bundeskanzler über die Wachstumsinitiative gesprochen. Braucht es andere Impulse als die, die Sie bisher gesetzt haben? Oder braucht es eine neue Regierung? Nun, es wird ja sowieso in Deutschland gewählt immer wieder. Das ist ja auch nur sinnvoll und richtig. Und dann werden entweder alte Regierungen bestätigt oder neue werden gewählt. Aber den Begriff des grünen Wirtschaftswachstums, den mag ich gar nicht, Wirtschaftswunders mag ich gar nicht und ich glaube auch nicht, dass er von mir ersonnen oder kommt, weil der Begriff des Wirtschaftswunders, wie wir ihn ja traditionell kennen, also die Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ein zerstörtes Land schnell wieder in eine Spitzenposition geführt haben. Und das ist ja erkennbar überhaupt nicht die Herausforderung. Wir haben ja ein gut funktionierendes, neben den Krisen Corona und Energiekrise nach russischem Angriffskrieg, ein gut funktionierendes, im Grunde unter vollen Wettbewerbsbedingungen stehendes Land, das sich trotzdem transformieren muss und verändern muss. Deswegen ist der historische Vergleich falsch. Das ist nicht richtig eingeordnet. Die Herausforderung ist im gewissen Sinne sogar größer, dass man eine gut funktionierende, voll funktionierende Volkswirtschaft neuen Rahmenbedingungen anpassen muss. Deswegen hat das mit Wunder gar nichts zu tun, sondern mit Arbeit und politischen Rahmenbedingungen, den politischen Weichensetzungen, die, wenn ich das noch sagen darf, ja, nicht nur bezogen auf die Transformation, also den inzwischen ja harten globalen Wettkampf um die grünen Technologien der Zukunft, nochmal neu geeicht werden müssen, sondern auch auf die globalen Wettbewerbsbedingungen insgesamt. Ich glaube, dass die Herausforderung fundamentaler ist, als wir es uns bisher eigentlich eingestanden aber haben. Aber genau das ist ja das, was sich die Wirtschaft, was sich viele Unternehmer, die hier auch sitzen, wünschen, die richtigen Rahmenbedingungen. Viele wünschen sich ein bisschen mehr Vertrauen in die Wirtschaft, mehr Freiheit. Sie hatten bisher ja eher den Weg der Förderung, der Subventionen. Ja, das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat sich mal die Mühe gemacht, ich habe das gelesen, war ein bisschen erschrocken, und hat zusammengestellt, auf mindestens 39 Terminen, ich verlasse mich jetzt mal auf die Kollegen, hätten sie Förderanträge vergeben. 4,6 Milliarden für Wasserstoffprojekte, 2,6 Milliarden Power for Steel und dann geht es immer so weiter, ArcelorMittal, Northvolt. 208 Milliarden Finanzhilfen 2023, das war mehr als doppelt so viel wie 2022, doppelt so hoch wie der Zuschuss zur Rentenversicherung, viermal Bürgergeld, fünfmal das reguläre Bundeswehrbudget. Und es gibt keinen belastbaren Beweis für den Nutzen von Subventionen. Glauben Sie immer noch, dass das der richtige Weg war und ist für die Zukunft? Oder denken Sie um? Man muss erst einmal fragen,
welche Ziele Subventionen verfolgen. Man kann dann auch darüber reden, dass man die Ziele nicht teilt. Das ist natürlich immer politisch möglich, aber dann muss man auch die Konsequenz in Kauf nehmen. Ich würde sagen, zwei Ziele sind die Begründung für die Subventionen, die wir erst entwickelt und dann ausgekehrt haben oder dabei sind auszukehren. Das eine ist, die vor allem energieintensive Industrie dabei zu unterstützen, am Standort Deutschland klimaneutral zu produzieren. Man kann natürlich sagen, und das Argument habe ich häufig gelesen, die geht dann halt weg oder sie wird hier nicht angesiedelt. Das ist eine logisch konsistente Position, aber die muss man eben auch durchhalten, auch vor den Menschen in der Region, vor den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern und auch, und das ist das zweite Argument, vor der Frage der langen Lieferketten und der Ressourcenabhängigkeit, die wir ja haben. Und das macht nicht nur bei der energieintensiven Industrie Halt, sondern schließt eben das Neue, also Batterien, Halbleiter mit ein. Auch da kann man sagen, ich teile das Ziel nicht. Wieso? Die Globalisierung funktioniert doch gut. Die Halbleiter kommen im Kern aus Taiwan und Südkorea. Das sind die größten Produktionsstandorte in Südostasien. Und wenn man sagt, da verlassen wir uns drauf, dass die auch immer lustig liefern in Zukunft, dann muss man das nicht tun. Dann muss man für Intel und so weiter nicht Subventionen auskehren, TSMC, Infineon unterstützen bei der Hochskalierung der Produktion. Mein Argument ist ein anderes. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich will nicht rumspekulieren, was im südchinesischen Meer und was um Taiwan herum passiert. Aber es ist eine Insel an China und wir sehen, wie sich China im Moment aufstellt. Und in Südkorea war ich gerade. Im Moment ist alles okay und friedlich. Aber der Präsident von Nordkorea schickt sich gerade an, möglicherweise Truppen in der Ukraine Russland zur Verfügung zu stellen. Also ist es wirklich so, dass wir die Widerstandsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft auf diese beiden Produktionsstandorte bauen wollen? Wenn man das bejaht und sagt, das ist für uns völlig ausreichend, dann muss man eben im Zweifelsfall auch die Konsequenz tragen. Deswegen, ich komme zu einem anderen Schluss. Ich will energieintensive Industrie und nicht nur Industrie im Sinne Großindustrie, sondern den energieintensiven Mittelstand in Deutschland halten, aus den genannten Gründen. Und ich halte es für quasi fast geschichtsvergessen, wenn wir 2,5 Jahre nach dem russischen Angriffskrieg, wo wir die Energieabhängigkeit von Russland teuer bezahlt haben, jetzt sehenden Auges neue Abhängigkeiten gerade im digitalen Bereich produzieren. Deswegen meine ich, ja, diese Gelder sind sinnvoll und gut angewandt. Wenn man sie nicht anwendet, hat man halt eine Konsequenz zu tragen. Diese beiden Bereiche wird man dann verlieren. Okay, das Ziel gehen ja viele mit, nur der Top-Down-Ansatz setzt natürlich voraus, dass die Politik immer genau weiß, was richtig ist und das Richtige tut. Wir haben im Film eben im Beitrag gehört... Das ist nicht richtig, wenn ich das sagen darf. Das ist nie richtig? Nein, die meisten Förderprogramme sind technologieoffen, also die Klimaschutzverträge, um es einmal zu sagen, funktionieren so, dass wir in den deutschen Mittelstand hineinrufen und sagen, wer will oder wer kann CO2 einsparen durch Elektrifizierung, durch Wasserstoff, durch CCS, durch Nutzung von fossilen Energien, durch Biomasse. Und dann bewerben die sich mit ihren Projekten und es wird quasi in einem Wettbewerbsverfahren vergeben, welche Tonne CO2 am günstigsten eingespart werden kann. Aber es ist völlig technologieoffen, wir wissen es nicht besser. Okay. Es gibt nur Ausnahmeprojekte, das sind die Stahlprojekte, wo die Branche selbst gesagt hat, der Weg in die Zukunft ist entweder Elektrolichtbogenofen, also Elektrifizierung oder Wasserstoff. Die Anträge haben die Unternehmen gestellt, nicht die Politik. Wir haben in der Tat die Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Anträge gestellt werden können, aber nicht, weil wir es besser wussten, sondern weil die Frage war, haben wir sonst noch Stahlproduktion in Deutschland? Ich habe das Gefühl, dass die in Berlin nicht mehr wissen, wie es unten zugeht, haben wir im Film gehört. Und auch Kärcher-Chef Hartmut Jenner hat kürzlich in einem Interview gesagt, Stimmen der Unternehmer werden oft von der Politik ignoriert. Können Sie das verstehen, dass die Unternehmer einfach das Gefühl haben, sie geben zu viel vor, ja, die Politik behindert uns in dem, gibt uns nicht genug Freiheit und schenkt uns nicht genug Vertrauen? Natürlich verstehe ich das. Und natürlich lebe ich jetzt in einer Welt von Konferenzen, Kabinettsbefassungen, europäischen Räten und Arbeitgebertagen. Aber natürlich weiß ich auch noch... Den hätten Sie auch als erstes nennen können. Ja, zu Recht, weil gerade... Dann sage ich das jetzt noch schnell, aber ich will den Faden nicht verlieren. Ich habe eine Pressekonferenz abgebrochen, weil ich hier schnell her wollte. Wasserstoffkernnetz haben wir heute final beschlossen und
dann hat ja die Preisverleihung eben noch ein bisschen länger gedauert und ich habe es nicht bereut. Es war ein ganz, ganz toller Termin. Ich wollte Ihnen nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Am Ende sind es ja Menschen, das haben wir gesehen, Menschen, die sich was Neues ausdenken und sich engagieren, aber auch Menschen, die dann von unten, also aus den Kitas, aus den Schulen nachkommen und der BDR hat diese Bühne gegeben. Also ja, der Arbeitgebertag, ich stelle den ganz nach vorne. Jetzt hätten Sie noch 50 Sekunden. Das waren jedenfalls die 10 Minuten des Tages, die bleiben werden. So. So, trotzdem versuche ich natürlich, in dem Widerspruch des Amtes, so gut es geht, rauszukommen. Bin in lauter Unternehmen, treffe permanent Bäcker, Handwerker, nicht nur auf den großen Messen und den Veranstaltungen, wo wir alle diese vornehmen Klamotten tragen, sondern so gut es geht, gehe ich, wie Sie sagen, an die Basis ran und ich verstehe das. Ich verstehe das komplett, dass Menschen nach diesen schwierigen Jahren, die ja jetzt nicht nur die letzten 2,5 Jahre waren, sondern Corona noch immer allen in den Knochen steckt, zornig sind, wütend sind, verzweifelt sind, Fragen haben. Es ist allerdings nicht richtig, das will ich sagen, dieses auf die da oben umzumünzen. Das ist ein nicht ungefährliches Narrativ. Man kann ja die verschiedenen Programme hinterfragen und die parteipolitische Debatte führen. Aber wir kommen besser als Land voran, wenn wir nicht quasi die Welt in horizontale Schichten unterteilen, sondern dann lieber entlang der Sache sehen. Und wir sind alle Politiker, auch wenn sie die doof finden in den politischen Positionen, sind alle Bürger. Wir essen alle, wir gehen alle einkaufen. Viele haben Kinder, sie wissen, wie es in der Schule, in der Kita aussieht. Also es ist nicht richtig, dass da oben irgendwie eine abgekoppelte Kaste ist. Das ist das falsche Bild auf eine Demokratie. Wir sind auf Zeit gewählt, wir sind Bürger dieses Landes und wir müssen als Bürger dieses Landes am Ende alle einen gemeinsamen Weg suchen. Deswegen, ich verstehe den Frust, auch den Zorn, aber wir sollten ihn nicht auflösen, indem wir quasi eine Art... Okay, ich habe eben schon mit dem Bundeskanzler überzogen und Sie reden deutlich länger. Ich habe ein bisschen Angst.